Bei einem Flugzeugabsturz in Nepal sind mindestens 68 Menschen ums Leben gekommen. 4 weitere werden noch vermisst. Rauch und Feuer erschwerten die Suche. Unter den Passagieren waren auch mehrere AusländerInnen. Das Wrack blieb in einer Schlucht liegen. Für Nepal ist es der schlimmste Flugzeugabsturz seit 3 Jahrzehnten. Das Flugzeug war unterwegs von Kathmandu nach Pokhara und befand sich gerade im Landeanflug auf einen neu eröffneten Flughafen. Die Stadt ist Ausgangspunkt für beliebte Trekkingtouren im Himalaya. Was den Absturz auslöste, blieb zunächst unklar. Seit 2013 dürfen aus Sicherheitsgründen keine Flugzeuge aus Nepal mehr in der EU landen. Nach dem Unglück rief die nepalesische Regierung diesen Montag zum nationalen Trauertag aus. Es handelt sich um ein tragisches Unglück. Die nepalesische Armee und Polizei sind im Einsatz. In Nepal kam es in der Vergangenheit wiederholt zu tödlichen Abstürzen. Das liegt daran, dass in dem Land sehr hohe Berge liegen und sich daher die Wetterverhältnisse schnell ändern.